Ich muss an dieser Stelle mal ein Geständnis ablegen. Ich persönlich glaube an die Jahresendrallye. Bums! Wirklich, also jetzt ganz ungebrochen. Allerdings glaube ich, dass wir vorher nochmal eine Korrektur sehen müssen, bevor diese Jahresendrallye kommt, bevor dann die starken Hände übernehmen. Denn was wir jetzt sehen, das ist so dermaßen überhitzt, so dermaßen angespannt, dass von dieser Basis aus eine solche Jahresendrallye, also praktisch eine Rallye, die jetzt ungebrochen weitergeht bis Silvester, aus meiner Sicht sehr unwahrscheinlich ist, aber schauen wir uns ein paar Dinge mal an. Wir haben ja zunächst mal diese Saisonalität und die zeigt ganz klar nach oben hier. Election Years, wo wir sehen, ja, normalerweise ist dann doch eine signifikante Aufwärtsbewegung der Fall, so wie auch jetzt, gibt dann Ende November nochmal einen Rücksetzer. Okay, das könnte diese Korrektur sein und dann geht es eben zum Jahresende nochmal rauf. Heute sind es zwei Dinge, die die Märkte nach oben getrieben haben, erneut nach oben getrieben haben. Das erste ist die wahrscheinliche Ernennung oder die Ernennung von Janet Yellen als US-Finanzministerin, Dead Dove Walking, so eine Karikatur, und die Märkte sind darüber richtig begeistert. Allerdings ist das nach meiner Auffassung ein bisschen kurz gedacht, denn es ist ja nicht so, dass Janet Yellen jetzt Fed-Chefin in einem und US-Finanzministerin wäre. Da gibt es eine ganz klare Trennung, und als Finanzministerin wird sie sich aller Voraussicht nach mit Mitch McConnell auseinandersetzen müssen, dem Führer der Republikaner im Senat, und da geht es dann um Stimulus, und nun kann ja Janet Yellen sagen, ich will ganz, ganz viel Stimulus. Das ist ja das, was die Märkte von ihr erwarten, aber Mitch McConnell wird sagen, nee, so viel Stimulus machen wir nicht. Wir haben klar gesagt, dass wir unter einer Billion landen wollen oder unter einer Billion, wie es heißt. Jedenfalls ist das sozusagen ein bisschen, naja, ein bisschen übereuphorisch, dass man sich jetzt Wunderdinge erwartet. Sie wird sich eben auseinandersetzen müssen mit den Republikanern, wenn die diese nicht überraschenderweise am 5. Januar bei der Stichwahl in Georgia mindestens zwei Sitze verlieren würden. Wenn beide Kandidaten also nicht die Mehrheit erreichen würden, halte ich für unwahrscheinlich. Also hier vielleicht ein bisschen viel Euphorie. Und dann natürlich, dass Joe Biden jetzt offenkundig der Weg geebnet ist durch Donald Trump himself. Biden jetzt übrigens der erste Kandidat in der US-Geschichte mit über 80 Millionen Wählerstimmen, 51,0%. Trump kommt auf knappe 74 Millionen. Keiner der Kandidaten, kein Präsidentschaftskandidat oder bestehender Präsident hatte vorher mehr als 70 Millionen. Liegt natürlich an der hohen Wahlbeteiligung einerseits und an der gewachsenen Bevölkerung der USA. Jetzt ist die Situation die, dass auch Pennsylvania die Wahlergebnisse zertifiziert hat. Nevada vor wenigen Minuten, damit ist eigentlich Game Over. Das wollen die Trump-Fans nach wie vor nicht sehen und nicht hören. Da erwartet man sich, da sieht man auf der einen Seite die Aktionen von Trump, wittert aber geheime Aktionen von Trump offenkundig, die da noch kommen würden. Man beruft sich auf den Supreme Court. Ja, diese Wahl geht vor den Supreme Court, aber es wird nicht die Wahl insgesamt vor den Supreme Court gehen. Zunächst mal, wenn die Trump-Administration noch irgendeinen Erfolg hätte vor Gericht, dann würde das vor ein Gericht eines Bundesstaates gehen. Erst wenn das irgendwo nicht weiterhilft, würde dann der Supreme Court für dieses einzelne Bundesland, also für diesen einzelnen Fall angerufen werden. Jetzt kann der Supreme Court aber nicht 10, 13 Bundesländer hier beurteilen, und wenn, würde das Jahre dauern, bis das der Fall ist. Bis dahin ist wahrscheinlich Joe Biden schon gar nicht mehr Präsident. Es ist schlichtweg halt so, dass in den letzten 8 Wahlen 7-mal die Demokraten mehr Stimmen hatten. Sie haben davon nicht alle Wahlen gewonnen. Sie haben einen strukturellen Vorteil. Sie haben praktisch in der Stadt einfach mehr Anhänger. Es ist also eine Partei der Städte, während die Landbevölkerung eher Trump zuneigt. Und sie haben eben aufgrund der demografischen Verschiebungen in den USA strukturelle Vorteile, auch wenn eben erstaunlich viele Hispanics und Afro-Americans eben für Trump gewählt haben. Deswegen war das überhaupt so knapp. Wäre das nicht passiert, wäre also sozusagen diese Art von Donald Trump bei einer bestimmten Anzahl von Hispanics und Afro-Americans nicht so gut angekommen. Vielleicht ein gewisser Machismo, keine Ahnung. Diese Attitüde, ich mache mein Ding, ich bin kein echter Politiker, ich sage, was ich denke, das finden viele Leute gut. Das ist ja auch durchaus erfrischend. Jedenfalls sind die Demokraten strukturell eben im Vorteil. Und deswegen frage ich mich, warum es so schwer ist zu sehen, dass diese Wahl zwar knapp war, eben aber doch eine knappe Mehrheit für die Demokraten gebracht hat. Es war ja auch knapp 2016 zwischen Clinton und Trump. Und die Demokraten haben, das muss man ihnen zugestehen, hier nichts reklamiert.
reklamiert und von Fälschung gefasert. Gut, es gab dann nachher diese Russland-Story, Hoax, wie Donald Trump zu sagen pflegte, vielleicht auch mit Recht. Aber vielleicht könnte man das mal anerkennen. Die Welt wird nicht untergehen unter einem Joe Biden. Kommen wir weiter jetzt zu Donald Trump. Und das ist das, was ich schon heute Morgen angesprochen habe. 79% laut Breitbart, einer ja durchaus eher im rechten Spektrum angesiedelten Internetseite aus den USA, damals noch mit Bannon, sagte 79% der Trump-Voter glaubte, dass hier die Wahl gestohlen wurde. Das birgt ein immenses Konfliktpotenzial für die Zukunft, weil eben Joe Biden als nicht legitimer Präsident dann gesehen wird. Das hat wahrscheinlich noch einige Erdbeben in der amerikanischen Politik dann zur Folge. Aber kommen wir zu den Märkten und warum es wahrscheinlich so ist, dass wir zumindest im kurzen Zeitfenster jetzt langsam ausdünnen, dass die Luft dünner wird, dass wir nur noch auf einen kleinen Katalysator warten, bevor diese extreme Euphorie, die im Markt ist, diese extreme Positionierung, die da ist, zumindest kurzfristig mal zurückschlägt. Wir sehen hier zum Beispiel, wurden verschiedene Gruppen befragt, Ökonomen, Pragmatiker, Permabären und Permabullen. Die Permabullen sind in Sachen Vaccine extrem optimistisch, das war nicht anders zu erwarten. Die Pragmatiker sind es auch, die Ökonomen sind es auch. Und selbst die Permabären, das ist hier der rote Teil, sind jetzt zu Optimisten mutiert. Es gibt also niemand mehr, der sagt, naja, vielleicht könnten da noch Schwierigkeiten entstehen. Wir haben es ja bisher nur mit Studien zu tun, wenn man so will, Phase 3, klinischen Phase 3 Studien. Das ist also noch ein relativ frühes Stadium, auch wenn das jetzt sehr, sehr schnell durchgewunken wird, wahrscheinlich durch die FDA und auch von europäischen Behörden, weil man eben diese Vakzin haben will, ob sinnvoll medizinisch gesehen oder nicht. Hier sehen wir in dieser Grafik, dass der Optimismus, hier verschiedene Kriterien wurden hier abgefragt, auf einem 15-Jahres-Hoch ist. Wir hatten das zuletzt mal im Jahr 2004 oder 2005, so Ende 2004, dass derartiger Optimismus herrschte im Markt, ist also schon eine ziemlich extreme Positionierung, eine extreme Ansicht. Wir sehen auch den Fear and Greed Index jetzt bei 86, 100 ist ja das Maximum. Das nennt sich dann Extreme Greed, also extreme Gier. Gibt kein Risiko, wir gehen all in. Die einzigen, die das irgendwie anders sehen, das sind die sogenannten Insider. Die haben, also die Herrschaften, die in den Unternehmen sitzen, als Führungskräfte, Manager, CEO, CIO, also praktisch Finanzverstände etc., die haben rekordmäßig jetzt im November verkauft. Naja, da ist sozusagen ein bisschen Zweifel da, aber die werden eines Besseren belehrt. Und dann haben wir hier zum Beispiel den Russell 2000 anhand des ETFs IWM, IWM auf Deutsch gesagt. Und der handelt jetzt 27% über seinem 200-Tages-Durchschnitt. Das sind absolute Extremwerte. Der S&P 500 hat, glaube ich, seinen Rekord jetzt in den letzten Jahren gemacht bei 15% über dem 200-Tages-Durchschnitt. Hier sind wir 27% über dem 200-Tages-Durchschnitt, sind oben aus dem Bollinger Band raus. Also sind in jeder Hinsicht extremst überkauft. Das kann noch weitergehen, es kann weitergehen, weitergehen und macht plötzlich Bums. Dann kommt irgendwas, irgendeine Meldung, die die Leute auf dem falschen Fuß erwischt und dann müssen alle raus. Wir haben das Phänomen, dass es praktisch kaum Shortseller mehr gibt. 1,6% sind sozusagen nur noch an Short-Positionen gehalten von den S&P 500 Aktien. Und das heißt, wir hätten dann relativ wenig Liquidität, wir hätten dann relativ wenig Käufer, die sozusagen, wenn Kurse fallen, sich dann eindecken müssen, die also als Käufer auftreten. Das könnte einhergehen mit der Dollarstärke. Das würde dann eben genau diese Werte treffen, die jetzt besonders gut gelaufen sind, Energiewerte. Zum Beispiel die ja die Hosse hier angeführt haben. Hier sehen wir, dass Energie gestern über 7% gestiegen, haben jetzt im November 34% zulegen können. Und wir sehen, dass wir jetzt die größte Differenz haben zwischen dem bestlaufenden Sektor im S&P 500 und dem schlechtest laufenden Sektor, nämlich eine Differenz von 32%. Der absolute Rekord historisch stammt aus dem Jahr 2002 mit 37%. Also auch hier Extremmarken, alle sind in diesen Corona-Verlierern Energie, Sie kennen die anderen Bereiche, die darunter schwer leiden. Das Ganze geht heute weiter fort oder setzt sich weiter fort. Wir sehen
Oil Services fast 6% im Plus. Wir sehen Stahlwerte 5% im Plus, Airlines 4% im Plus und Regional Banks, also Regionalbanken 4% im Plus. Das sind solche Aktien, die im Russell 2000 drin sind. Was nicht gut läuft, und das ist erstaunlich angesichts der Rallye, das sind diese Mega-Cap, diese Mega-Fangs. Wir sehen, dass Tesla der einzige größere Tech-Wert ist, der wirklich im Gewinn ist. Das allerdings saftig, fast 28% in den letzten 5 Tagen. Aber Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, Microsoft, Netflix und Nvidia sind alle schwächer als in der Vorwoche. Also die Tech-Werte haben diese Rallye nicht mitgemacht und nicht getrieben. Elon Musk ist jetzt, by the way, der zweitreichste Mensch der Welt nach dem Anstieg der Aktie, die jetzt mehr als 500 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung erreicht hat. Naja, viel Zukunft, sehr, sehr viel Zukunft. Da muss alles gut gehen. Wir erinnern uns noch, Netscape, da hat man gesagt, oh, das wird das Internet prägen. Wer Netscape jetzt noch kennt, der muss schon wirklich ein bisschen älter sein. Ich will damit nicht sagen, dass Tesla keine gute Zukunft hat, aber hat man diese ganz großartige Zukunft, diese dominante Zukunft, die hier eingepreist wird? Ich vermute eher nein, aber da wird es ein paar geben, die hier zuschauen, die sagen unbedingt, ja, die revolutionieren alles, die werden hier gewinnen. Schauen wir uns den S&P 500 mal insgesamt an. Sehen wir hier Earnings Growth, sind wir jetzt nur noch im dritten Quartal bei minus 2,3%. Das rechtfertigt natürlich Allzeithochs in allen Bereichen, meine Damen und Herren, nachdem wir schon bei minus 69% waren und vielleicht noch ein paar interessante Grafiken und Charts. Wir sehen hier, dass 21% aller jemals gedruckten Dollars wurden in diesem Jahr gedruckt. Das muss man sich mal vorstellen. Erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum wir da sind, wo wir sind, auch an den Aktienmärkten. Und wir sehen ja, dass Gold heute weiterfällt, dass wir massive Abflüsse aus Goldprodukten gesehen haben und der Bitcoin weiter steigt, deutlich über 19.000 gestiegen. Man muss jetzt also nur noch einen Bitcoin aufwenden, um 10,5 Goldunzen zu kaufen. Auch das ist, glaube ich, eine Relation, die nicht lange Bestand haben wird. Jetzt werden die Bitcoin-Fans wieder sauer sein. Jedem seinen eigenen Glauben, gell? Also da will ich nicht dagegen reden, ne? Also überhaupt nicht. Und jetzt vielleicht noch interessant, derzeit spielt ja Corona in den USA jetzt in dieser Rallye scheinbar keine große Rolle mehr, weil man sich sagt, ja, wir haben die Vakzin, gell? Wir haben einen Impfstoff, geht, der kommt jetzt ganz bupp und zack. Und dann haben wir dieses Problem erledigt. Und jetzt gibt es ein neues Modell der Washington University aus St. Louis, die sagen, unsere Modelle sagen, dass wir in den nächsten 2 Monaten eine Verdopplung der Infizierungen in den USA haben werden. Da hat man verschiedene Parameter angelegt, verschiedene mathematische Modelle angelegt, um das zu begründen. Und wir haben ja jetzt die Situation, dass wir wahrscheinlich mindestens bis 20. Dezember hier in Deutschland dann einen weiteren Lockdown haben werden. Das wird natürlich die Gastro, die Hotels, diese ganzen Branchen, die ohnehin die Corona-Verlierer sind, besonders treffen. Jetzt hatte heute sich The Olaf, die perfideste Rache Hamburgs an der Welt insgesamt, hat heute gesagt, wenn die Beschränkungen des Novembers verlängert werden, ist für mich klar, dass die finanzielle Unterstützung der direkt betroffenen Branchen, Gastro und so weiter, dann ebenfalls weiter nötig ist. Das wäre finanziell eine Herausforderung und europarechtlich kompliziert. Was will er uns damit sagen, der Olaf? Es wird wahrscheinlich nicht gehen, weil die EU sagt nein. Schwer zu sagen, wir werden sehen, was der Olaf macht. Wir werden sehen, was die Aktienmärkte machen. Wir sind extrem überspannt, man wartet auf den Trigger, man ist der All-In, solange der Trigger nicht kommt, sagt man sich, warum soll ich verkaufen, wir haben noch die Vakzine, wir haben die beste aller Welten, aber wenn der Trigger kommt, dann wird es eine scharfe, saftige Korrektur, je weiter wir steigen, umso saftiger wird sie. Jetzt wünsche ich einen schönen Feierabend und sag Servus und Ciao.